Während sich die geflüchteten Camps in Griechenland aus Deutschland leicht vergessen lassen, leben dort weiterhin tausende Menschen in katastrophalen humanitären Zuständen. Kann man nichts machen? Doch. Das CADUS EMT war vor Ort und hat humanitäre Hilfe geleistet. So, Corinna und Sebastian werden uns erklären, was ein Emergency Medical Team ist, wie humanitäre Hilfe funktioniert und wie die Situation vor Ort aussieht. Wir freuen uns, euch hier zu haben. Ja, hallo. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Wir waren die letzten 8 Wochen zusammen mit dem ASB auf Lesbos im Einsatz in dem Camp Kara Tepe 2. Das war nicht das erste Mal, dass CADUS als humanitäre Hilfsorganisation auf den griechischen Inseln aktiv war. Das war allerdings der erste Einsatz, den wir als Emergency Medical Team nach WHO-Standard hatten. Wir bemühen uns außerdem gerade um einen Folgeeinsatz auf den griechischen Inseln. In unserem Vortrag heute erzählen wir euch, was ein EMT nach WHO-Standard eigentlich ist. Was hat das mit CADUS zu tun? Und wie sind wir als EMT eigentlich nach Lesbos gekommen? Was gab es für Schwierigkeiten und Herausforderungen, als wir dann da waren während unseres Einsatzes? Und letztendlich die Frage, wohin wollen wir eigentlich mit unserem EMT? Und als erstes wird Sebastian euch erzählen, was denn ein Emergency Medical Team nach WHO-Standard ist. Dann nochmal auch von mir ein Hallo und dann vielen Dank für die Einladung. Emergency Medical Team. Wer unsere Arbeit vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, der oder die weiß ja vielleicht, dass wir schon seit 2014 medizinische Hilfseinsätze machen. Nordostsyrien, Nordirak, Bosnien. Da gab es schon verschiedene Orte, an die wir gegangen sind. Was ist jetzt der Unterschied, ob wir als CADUS dahin gehen und was bedeutet dieses EMT? EMT ist ein Versuch, versuche ich mal so, der WHO einen Mindeststandard, was Qualität anbelangt, in medizinische Hilfsarbeit reinzubringen. Ob das angemessen ist, ob das richtig ist, da kommen wir später noch zu. Aber erstmal ist es ein Klassifizierungssystem, wo die WHO sagt, es müssen gewisse Standards erfüllt sein, damit ihr sozusagen für uns als Team überhaupt zählt, dass ihr euch mitrechnen, dass ihr in Einsätze gehen könnt, dass wir wissen, was vor Ort passieren kann, worauf wir zählen können, was ihr leisten könnt. Hier sind mal so alle möglichen Themen dargestellt, die zum Thema EMT und Klassifikation gehören, von Trained Medics über Equipment, über SOPs und über zwei Dinge, da gehe ich mal ein bisschen tiefer rein, dass wir uns mal anschauen, was bedeutet das eigentlich. Wir haben ja schon mal 2017, unser erstes mobiles Hospital gebaut, auf der Basis von Al-Rajhi, damit sind wir in Nordirak. Es ist mittlerweile mit unserer Partnerorganisation, der war so akut in Nordostsyrien im Einsatz. Das haben wir damals gebaut, ich sag mal aus bestem Wissen und Gewissen, mit medizinischer Fachkenntnis natürlich, da waren Medizinerinnen beteiligt beim Bau, Techniker, Technikerinnen, sodass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt etwas zusammenzubauen, was vor Ort funktionieren kann, was den Gegebenheiten vor Ort angepasst ist. Aber die Frage ist natürlich, was für ein Standard erfüllt ist. Also es ist ja nicht, dass wir zum ersten Mal gesagt haben, wir stellen jetzt ein Set zusammen und überlegen uns, was brauchen wir dort vor Ort. Dieses EMT-System ist ein Versuch, eine Guideline an die Hand zu geben, damit sagen alle Organisationen, die in solchen Gebieten arbeiten wollen oder die generell humanitäre Hilfe machen wollen, die gleichen Mindeststandards haben, sodass man einfach weiß, Organisation XY kommt mit einem klassifizierten oder sich im Klassifizierungsprozess befindlichen EMT. Das sind die, das können die. Die haben Ärzte und Ärztinnen dabei, die haben Pflegerinnen dabei mit einer Ausbildung, die auch tatsächlich einen gewissen Umfang beinhaltet. Zwei Punkte, wie gesagt. Einmal dieses Thema Equipment. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass innerhalb dieses EMT-Klassifizierungssystems man bestimmte Mindeststandards erfüllen muss, zum Beispiel so und so viele Behandlungsplätze. Dann braucht man aber auch für die Behandlungsplätze so und so viel Personal. Das muss ja auch irgendwo schlafen. Das muss auch irgendwo essen. Was ist eigentlich mit dem Müll? Wo kommt der Müll hin? Bis hin zu dem Thema, was passiert mit einem Menschen, der in einem Katastropheneinsatz während der Behandlung verstirbt oder vielleicht sogar auch schon tot zu uns gebracht wird. Das Ziel davon war,
dass es nicht so sein sollte, wie es in diversen Regionen schon gewesen ist, dass ganz, ganz viele Menschen nach einer Katastrophe oder auch bei andauernden Situationen wie jetzt der Migrationsbewegung in diese Region gehen und sagen, wir wollen helfen, aber eigentlich an sich für die Community vor Ort erstmal eine eigene Belastung darstellen. Also wenn man sich so vorstellt, komme ich nachher mal drauf zu sprechen, Haiti nach dem Erdbeben, da sind tausende Menschen, haben sich auf den Weg gemacht, um als Organisation, als NGO vor Ort zu helfen. Das ging aber von riesigen NGOs wie dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes bis hin zu ein, zwei radikal-evangelikalen Nurses aus dem Bible Belt, die mit dem Koffer unsortierter Medikamente gekommen sind. Solche Menschen sind natürlich in diesem Moment, die kommen aus gutem Wissen und Gewissen, aber sie sind auch erstmal eine Belastung, weil halt vor Ort natürlich dafür gesorgt werden muss, ne, wie werden sie ernährt, wo schlafen sie, nach welchen Standards arbeiten sie. Ein EMT soll gesichert darstellen, dass immer klar ist, es kann self-sufficient arbeiten, es kann autonom arbeiten, es fällt sozusagen der eh schon durch Katastrophe belasteten Community vor Ort überhaupt nicht zur Belastung. Es kann 2 Wochen lang komplett alleine eine gewisses Maß an Arbeit abarbeiten. Erstmal klingt der Gedanke ja ganz schlau. In Bezug auf Equipment hat das dazu geführt, dass man sich verschiedene EMTs weltweit angucken kann und die sehen alle so ein bisschen aus wie aus dem gleichen Ei gepellt. Ne? Das ist mal so Beispiel 1. Beispiel 2. Da sieht man schon so ein bisschen, die Zeltgeschichte sind die gleichen. Die Patientenbehandlungsplätze sind oft die gleichen. An sich erstmal grundsätzlich nicht schlecht aus dem Gesichtspunkt eines Mindeststandards. Dass man sagt, so muss desinfizierbar sein, muss halt so und so viel Platz haben zum Arbeiten etc. etc. Aber es führt natürlich auch dazu, immer wenn man Dinge bürokratisiert, dass das zu solchen Auswüchsen führt, wie zum Beispiel, es braucht ein ganzes eigenes Zelt, damit 20 Menschen, die gemeinsam in einem medizinischen Hilfseinsatz sind, sich 2-mal am Tag besprechen können. Das kann man natürlich mal hinterfragen, ne, ob das sozusagen ein Sinn ist von Entwicklung in humanitärer Hilfe, dass, weiß nicht, ein französisches Team erstmal mit 20 Plastikstühlen in Katastrophengebiet geht. Aus logistischen Gründen, wie gesagt, kann man drüber streiten. Der zweite große Punkt, auf den ich reingehen wollen würde, sind die Standard Operating Procedures. Was sind Standard Operating Procedures? Einfach auch nur festgelegte Handlungsanweisungen an das eigene Personal, an das eigene Team, wo festgelegt ist, welche Dinge werden eigentlich wie gemacht. Ganz einfaches Beispiel, wann und wie oft werden die Toiletten gereinigt, die so ein Team mitbringt. Das sind Dinge, die ganz viele NGOs oder ganz viele Teams, ganz viele Freiwillige, die in solche Gebiete gehen, wo die sich vorher gar keinen Kopf drum machen. Dass sie einfach überlegen, ich selber bin ja auch vor Ort eine Person, ein Individuum, das halt zur Toilette gehen will, das halt duschen gehen will, das irgendwie 3-mal am Tag was zu essen bekommen möchte. Dann muss ich immer Kopf drum gemacht werden, damit ich selber nicht erkranke zum Beispiel oder eine Gefahr für die Bevölkerung vor Ort darstelle. Was passiert denn mit den Fäkalien, die ich ausscheide? Was passiert denn mit dem medizinischen Müll, den ich produziere? Was passiert mit dem Essensmüll und so weiter und so weiter? Das bezieht sich natürlich auch auf medizinische Behandlungsweisen. Es gibt weltweit unterschiedliche Ausbildungswege, um zum Beispiel Arzt oder Ärztin zu werden. Und dieses EMT-Konzept ist ein Versuch, den Mindeststandard zu setzen, dass man sagt, so egal wo du herkommst, grundsätzlich einigen wir uns aber drauf, du musst zumindest erklären können, wie und warum behandelst du eine Wunde, als Beispiel. Das ist hier mal so ein Auszug aus unserer Excel-Liste. Ich glaube, man muss als kleinste EMT-Klasse, die wir angestrebt haben, also ein EMT-1, gute 180 SOPs darstellen. Das ist viel medizinisch, aber wie gesagt, auch alles Mögliche. Wie ist die Lagerlogistik? Wie versorgen wir uns eigentlich mit Strom? Also ich gehe in irgendeine Region, da hat gerade ein massives Erdbeben stattgefunden, die Ressourcen sind sowieso knapp und ich komme an und sage, ich brauche aber so und so viel kW Strom jeden Tag, sonst kann ich nicht arbeiten. Muss man vorher dargestellt haben und muss sich auch überlegt haben, wie funktioniert das denn? Nicht so wie wir in Mosul, wo wir erstmal Diesel in den Benzingenerator geschüttet haben. Wäre zum Beispiel damals bei einer SOP nicht passiert. SOP ist gar kein so, also fliegt immer so ein bisschen so sehr, sehr trocken. Man kann das sehr praktisch gestalten tatsächlich. Eine SOP beschreibt einfach, wofür gilt es? Also was ist das System dahinter? Welches Personal ist damit betroffen? Welche Materialien sind betroffen und welche Abläufe gibt es? Und es klingt hart nach trockener, nerviger Bürokratie-Scheiße. Ist es auch ein bisschen, und wir haben uns da glaube ich auch lange gegen gewehrt, den Wert darin zu sehen,
den man daran auch ziehen kann. Deswegen, wenn wir sagen, how to build an EMT, ist ja erstmal die Frage vorangestellt, warum überhaupt? Wie gesagt, wer Cardus kennt, der oder die weiß, dass wir eigentlich eher als Grassroots gestartet sind, dass wir was anders machen wollten als andere NGOs, dass wir innovativ sein wollen, dass wir halt auf Augenhöhe mit lokalen Partnern und Partnerinnen arbeiten wollen. Wieso machen wir jetzt eigentlich so eine Klassifikation? Dazu nur mal ganz kurz, wie gesagt, Haiti, das Erdbeben auf Haiti 2010 war die auslösende Katastrophe, wonach sich diese EMT-Initiative der WHO gegründet hat. Und der Grund war genau das. Auf Haiti sind ein Jahr nach dem Erdbeben fast 10.000 NGOs im Einsatz gewesen. Was heißt das? 10.000 NGOs, das müsste ja, niemand konnte sagen, was das aber qualitativ bedeutet. Und selbst quantitativ, außer der Anzahl NGOs, konnte man da quasi nichts sagen. Außer vielleicht auch noch so, ne, wie viele Spenden sind da eigentlich reingeflossen. Aber was macht die NGO? Nach welchen Standards arbeitet die? Wie werden die Ergebnisse dann teilweise auch kontrolliert? Als wir Cardus gegründet haben, kam sehr schnell die Frage auf, nämlich warum denn noch eine NGO? Was soll das denn jetzt? Und nicht nur einmal kam auch genau dieses Beispiel, es gesagt wurde, ach Haiti, ihr wollt die 10.000 Einzel-NGO sein. Das heißt, der erste Punkt war schon mal, dass wir uns natürlich selber fragen mussten, wieso haben wir uns gegründet, unsere Ansprüche, was für einen Wert haben die tatsächlich und wie können wir die auch bemessen, ob wir die umsetzen oder nicht. Ich meine es gerade schon, ne, wir haben uns auch lange als Grassroots gesehen, vielleicht sehen wir das immer noch, vielleicht werden wir von außen so gesehen, weiß ich nicht. Eine Grassroots-NGO, also eine wirklich so nah am Team, flache Hierarchien und so eine WHO-Klassifikation, muss das eigentlich ein Widerspruch sein. Wir finden mittlerweile absolut im Gegenteil. Weil wenn wir uns dem verwehren, als Menschen, die medizinisch arbeiten, darzustellen, nach welchen Standards wir das machen, was die Qualität ist, die wir machen, dann unterteilen wir ja auf einmal tatsächlich Menschen so ein Stück weit medizinisch nach Menschen erster und zweiter Klasse. Weil da, wo wir herkommen, ja, in unserer Überflussgesellschaft, da ist ganz klar festgelegt, wie medizinisch gearbeitet wird. Aber kaum fahren wir in ein Katastrophengebiet oder eine Region, wo gerade die Struktur schwächer ausgestattet ist, gehen wir mit Menschen um und können irgendwie arbeiten, wie wir wollen. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Und die Erfahrungen zeigen halt tatsächlich, es ist tatsächlich ein Fall, dass Menschen zwar mit einem guten Willen in Katastrophengebiete gehen, aber vielleicht dafür einfach noch nicht genug ausgebildet sind und dann vor Ort medizinisch tatsächlich Quatsch machen. Und wenn man das anerkennt und sagt, so ja gut, ist halt Katastrophe, dann hat das ja schon so einen rassistischen Grundgedanken in sich. Ne? Dann sind Menschen im globalen Süden, die eine Katastrophe gerade erlebt haben, so ein bisschen so Menschen zweiter Klasse, finden wir schwierig. Also allein der ethische Anspruch an uns selber sorgt dafür, dass wir sagen, ob Grassroots oder nicht, drauf gucken zu lassen, transparent drauf gucken zu lassen, wie wir arbeiten. Das ist schon ein Anspruch, dem wir auf jeden Fall folgen. Und das Dritte ist natürlich, als wir uns überlegt haben, machen wir den Klassifizierungsprozess, der ist ne, zwischendurch anstrengend und staubtrocken und so weiter und so weiter. Es ist natürlich schon so, wenn man nachweisen kann, dass man qualitativ gut arbeitet, gibt das nochmal einen anderen Access, also einen anderen Zugang zu verschiedenen Fundings. Nicht automatisch, aber es ist ein Argument, ne, sagen zu können, wir können zeigen, was bei uns gut läuft in der Arbeit. Das Ding, worüber Corinna gleich reden wird, es gibt auch noch mal einen eigenen, anderen Zugang zu Menschen tatsächlich in Regionen, wo vielleicht Grassroots der Zugang verwehrt wird. Kann man auch darüber diskutieren. Ne? Geht man das ein, geht man das nicht ein. Unsere Erfahrung war tatsächlich, es hilft, Zugang zu Menschen in Not zu bekommen. Und das Dritte ist natürlich noch mal, warum macht man den EMT? Der Gedanke hinter dieser EMT-Initiative ist tatsächlich Transparenz. Alles, was wir aufbauen an Struktur, an SOPs, an Abläufen, an Ideen, soll eigentlich allen anderen NGOs, die sich zertifizieren lassen wollen, zur Verfügung stehen. Und das kommt unserem Anspruch oder unserer Idee auch von Open Source sehr entgegen. Wir sagen, das ist ein Networking-Gedanke. Ob der umgesetzt wird, ist wieder eine andere Frage. Aber das hat uns erstmal sehr dazu bewogen zu sagen, doch, das ist der Weg, den wir eigentlich gehen wollen. Wir wollen zeigen, wie wir arbeiten. Wir wollen das kritisieren lassen nach Qualitätsmaßstäben und wir wollen das teilen mit anderen NGOs. Ja. Ja. Du hast das Wort. Danke. Ja, bei der EMT-Initiative der WHO geht es viel um Strukturen und Standards. Und diese Struktur oder der EMT-Mechanismus hat uns letztendlich auch für diesen Einsatz den Weg nach Lesbos eröffnet. Allerdings war der Weg trotzdem relativ holprig und ich werde jetzt mal ein bisschen über die Höhen und Tiefen erzählen, wie wir zu dem Einsatz gekommen sind.
Zunächst die Vorgeschichte. Also wir waren schon vor ein paar Jahren immer mal wieder in Griechenland aktiv. Jetzt aktuell hatten wir schon im Mai nicht über die EMT-Initiative, sondern Eigeninitiativ zusammen mit dem RKI der griechischen Regierung Hilfe angeboten. Wir haben angeboten, mit einem Team nach Lesbos zu kommen und medizinischen Support und vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit dem RKI, mit einem mobilen Labor, Covid-Tests durchzuführen und uns des Pandemie-Themas letztendlich dort anzunehmen. Nachdem dieses Angebot eingereicht war, kam erstmal gar nichts. Wir haben erstmal eine Zeit lang nichts gehört. Und dann hieß es, nee, wir brauchen eure Hilfe nicht, wir haben hier alles unter Kontrolle, wir haben auch x eigene mobile Labore, brauchen wir alles nicht. Also ja, unser Angebot war da abgelehnt. Am 8. September kam es dann zu dem Brand in Moria, beziehungsweise Moria als Ganzes, das Camp auf Lesbos ist niedergebrannt. Letztendlich auch als eine direkte Folge aus den schlimmen Verhältnissen da und dass da eben eigentlich noch sehr viel Nachbesserungsbedarf gewesen wäre. Also da war eigentlich Hilfe dringend notwendig. Wie auch immer, Moria war da nicht mehr und da hat sich die WHO dann sehr dahinter geklemmt, dass die griechische Regierung in dieser Situation jetzt wirklich mal ein Hilfeersuchen stellt über den EMT-Mechanismus. Griechenland hat dann also tatsächlich so einen Request for Assistance, heißt das, gestellt. Wir haben darauf geantwortet, diesmal nicht mit dem RKI zusammen, sondern diesmal haben wir uns mit dem ASB zusammengetan, dem Arbeiter-Samariter-Bund, und haben da ein Hilfsangebot eingereicht, wiederum über den EMT-Mechanismus und das EMT-Sekretariat der WHO hat das dann an die griechische Regierung weitergereicht. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, das ist einfach ein Formblatt, das man ausfüllt. Was können wir anbieten? Wir haben angeboten 8 Wochen Einsatz, bestimmtes medizinisches Equipment, bestimmtes Personal und da muss man auch nochmal so ein Häkchen setzen, da wo es dann darum geht, dass wir die EMT-Standards befolgen. Das haben wir also eingereicht und dann kam eine ganze Zeit lang erstmal nichts, wieder nichts gehört. Wir hatten aber mittlerweile schon mal mit unseren Ehrenamtlichen gesprochen, habt ihr denn Zeit? Und wir haben schon mal so ungefähr eine Crew aufgestellt. Die Leute haben sich freigenommen oder freigehalten. Und wir haben aber keine Antwort bekommen. Wir haben natürlich trotzdem Nachrichten von Lesbos erhalten, einerseits aus den Nachrichten, andererseits über NGOs, die schon vor Ort sind oder Bekannte, die schon vor Ort sind. Wir haben gesehen, dass die Menschen, die in Moria gewesen waren, die jetzt auf der Straße waren, dass die dringend Versorgung brauchten, sowohl Nahrungsmittelversorgung als auch medizinische Versorgung und dass Hilfsorganisationen aber nicht zu denen durchgelassen wurden. Wir haben auch mitbekommen, dass gleichzeitig ein neues Camp errichtet wurde. Ein Camp, in das viele der Geflüchteten, die in dem Moment auf der Straße gelebt haben, nicht gehen wollten, weil sie nicht genau wussten, was sie da erwartet, weil sie da Angst davor hatten, dass diese Menschen dann aber in das Camp gedrängt worden sind. Wir haben auch mitbekommen, wiederum über Ecken, dass ein EMT tatsächlich eine Antwort bekommen hat. Das war das norwegische EMT, das ist ein staatliches EMT. Und das war dann auch relativ schnell vor Ort und hat angefangen, in diesem Camp zu arbeiten. Das ist für uns und den ASB alles nicht so richtig gut gelaufen, weil wir jeweils eine Crew schon halb aufgestellt hatten und wir mussten dem mal was sagen. Wir haben dann um ein klärendes Gespräch gebeten mit dem EMT-Sekretariat der WHO und haben da ein bisschen unsere Kritik auch geäußert, dass das zwar schön ist, dass von uns so viele Standards erwartet werden, aber dass eigentlich auch ein Kommunikationsstandard dazugehören sollte, dass es ein gewisses Vorgehen, einen gewissen Mechanismus auch gibt, wenn so ein Hilfeersuchen gestellt wird, dass dann auch wieder die EMTs, die sich bewerben, dass zu denen zurückkommuniziert werden muss. Was wir auch angemahnt haben, ist tatsächlich, dass wenn so ein Hilfeersuchen gestellt wird,
dann muss auch klar sein, dass nicht nur wir uns an Standards halten, sondern dass eigentlich auch so ein Staat, der ein Hilfesuchen stellt, sich an Standards halten sollte, zum Beispiel auch menschenrechtliche Standards, Standards der humanitären Prinzipien, nämlich dass Menschen Hilfe bekommen sollen, wenn sie Hilfe brauchen und dass diese Hilfe nicht aktiv verweigert werden sollte. Da sind wir also in ein kritisches Gespräch gegangen. Das Feedback war nicht so richtig deutlich. Dann kam aber gleich die Gegenfrage, wollt ihr nicht eigentlich doch in den Einsatz gehen? Also wollt ihr nicht das norwegische EMT in dem Camp ablösen? Dann waren wir erstmal so ein bisschen baff von dieser Reaktion und haben tatsächlich im ersten Moment Nein gesagt, weil wir die Situation vor Ort, wie die sich entwickelt hat, tatsächlich sehr, sehr kritisch gesehen haben und also von der politischen Einschätzung her letztendlich ging das in die sehr, sehr falsche Richtung und wir wollten uns da nicht instrumentalisieren lassen als EMT. Wir haben dann aber nochmal intern viel diskutiert und auch mit dem ASB darüber diskutiert, dass es eigentlich auch eine falsche Entscheidung ist zu sagen, okay, wegen dem ganzen politischen Kontext gehen wir jetzt nicht vor Ort den Menschen helfen, denn letztendlich sind wir eine humanitäre Organisation, wir haben einen humanitären Auftrag und das ist letztendlich das, was unser Job ist. Wir helfen den Menschen und wir können ihnen nicht aufgrund politischer Diskurse auch letztendlich sagen, okay, nee, wir kommen jetzt nicht vorbei und helfen nicht. Wir haben es auch nochmal mit NGOs vor Ort abgesprochen, wie die das sehen, also diesen Grassroots-NGOs, Organisationen, die Sebastian schon erwähnt hat. Und wir sind dann auch von der Seite eingeladen worden, dort tatsächlich in Einsatz zu gehen. Und somit haben wir uns dann für den Einsatz entschieden, haben zusammen mit dem ASB das Ganze geplant, hatten tatkräftige Unterstützung von Humanilog, das ist auch eine NGO, die sich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich mit Logistik in der humanitären Hilfe beschäftigt. Logistik ist ein ziemlich großer Aufgabenbereich, der auch manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Und von daher waren wir da auch sehr dankbar, dass wir von der Richtung her Hilfe hatten. Das war einerseits relativ einfach vor Ort zu übernehmen, weil schon sehr viele Sachen da waren. Also wir mussten jetzt nicht, was Sebastian vorhin gezeigt hat, diese ganzen Zeltstrukturen und sowas mitnehmen. Auf der anderen Seite, in der Situation der Pandemie ist es dann doch wieder eine ziemliche Herausforderung, weil Lieferung und Logistik eben nicht so funktioniert wie gewohnt. Und es braucht auch ein bisschen besonderes Equipment. In einer Pandemie braucht man viel PPE, Personal Protective Equipment, das sind Masken, Handschuhe, Kittel und alles, was man zum Eigenschutz braucht. Ohne das ist ein Einsatz im Moment eigentlich nicht möglich und ausgerechnet das ist natürlich sehr knapp. Aber nach viel Organisieren und Planen sind wir dann in den Einsatz gegangen. Die ersten 4 Wochen hatte Cardus den operativen Lead, die operative Leitung und danach der ASB. Wir sind dann also Ende Oktober auf Lesbos angekommen. Damit hörten die Schwierigkeiten natürlich nicht auf und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf die Situation im Einsatz ein. Das war einerseits eine Herausforderung, da die Zusammenarbeit noch mal mit dem EMT-Sekretariat und der EMT-Koordination vor Ort und andererseits war natürlich die Situation in dem Camp Kara Tepe 2, das Nachfolgecamp von Moria, an sich schwierig. Also vor allen Dingen schwierig für die Menschen, die dort leben, aber wir mussten damit ja auch umgehen und versuchen, da das Beste aus der Situation zu machen. Wir sind also angekommen und normalerweise ist das so, bei EMT-Einsätzen gibt es dieses EMTCC, das EMT Coordination Center. Das ist, kann von unterschiedlichen Institutionen oder Personen geleitet werden. Das kann auch mal das lokale Gesundheitsministerium sein. In dem Fall war es die WHO direkt. Und dieses EMTCC ist normalerweise dafür da, in einem Katastrophenfall
dass alle EMTs, die kommen, dass sie koordiniert werden und dass die gut auf geografisch verteilt werden, dass keine Services an einer Stelle gedoppelt werden, wo sie an anderer Stelle vielleicht fehlen, dass gut zusammengearbeitet wird. Auf Lesbos war das aber nun so, es gab immer nur ein EMT auf einmal. Ne? Also als wir dann angefangen haben zu arbeiten, waren wir das einzige EMT, was koordiniert wird. Und ich war in dem Moment der Teamlead des EMT und somit die direkte Ansprechpartnerin von dem EMTCC. Und ich war letztendlich die einzige Person, die das EMTCC zum Koordinieren hatte. Das war auch auf dem persönlichen Level relativ herausfordernd, kann ich euch sagen. Denn das EMTCC und das EMT-Sekretariat, die waren doch wirklich sehr nervös über unseren Einsatz. Die hatten wirklich ein bisschen Angst vor uns, muss ich sagen. Denn das war auf jeden Fall das Verdienst der WHO, dass Griechenland überhaupt ein Hilfeersuchen gestellt hat, dass wir in Einsatz gehen konnten. Aber die mussten sich natürlich sehr, sehr gut stellen mit Ministerien, mit allen möglichen Institutionen und so weiter und so fort. Und da steckte ganz, ganz viel Politik dahinter. Ja? Also die WHO musste da wirklich auch politisch aktiv werden. Und das war dann halt auch so die Erwartung an uns, dass wir da weiter Politik machen. Wir sind dabei angekommen, wollten eigentlich einfach unsere Ärmel hochkrempeln und medizinisch arbeiten und da loslegen. Es war aber dann doch wieder sehr viel Repräsentationsarbeit notwendig. Also es wurde von uns verlangt, auch dass wir uns als The German EMT präsentieren. Und es wurde gar nicht gerne gesehen, wenn wir irgendwo ein Cardus-Banner aufhängen wollten oder irgendwo Cardus-Logos drauf tun wollten. Wir sollten eigentlich lieber überall Deutschland-Fähnchen hinhängen, weil wir sind ja das German EMT. Was natürlich ziemlicher Quatsch ist, weil es in Deutschland ganz viele EMTs gibt. Ne? Die EMTs, die meisten haben hier so eine NGO-Struktur und eben nicht, wie das in den meisten anderen Ländern ist, dass es ein staatliches EMT gibt. Es ging aber ganz, ganz viel um Visibility, um zeigen, dass die WHO mit einem EMT da ist, dass das ein deutsches EMT ist. Und es wurde tatsächlich auch von uns verlangt, keine Sorge, das haben wir nicht mitgemacht, aber es wurde auch von uns verlangt, dass wir uns wirklich deutlich absetzen von diesen Grassroots-NGOs vor Ort und wir sollten zeigen, dass wir ein bisschen was Besseres sind, weil wir WHO-Anbindung haben. Also das war am Anfang wirklich ziemlich schwierig. Wir mussten da sehr viel diskutieren. Die Zusammenarbeit mit der WHO, mit dem EMTCC vor Ort, hat gegen Ende hin viel, viel besser funktioniert. Aber es ist erstmal sehr viel Zeit und Energie da reingeflossen, diese ganze EMT-WHO-Struktur zu bespielen, auch von unserer Seite. Und das ist leider so ein bisschen, die Zeit ist so ein bisschen weggefallen bei anderen Sachen, die uns eigentlich sehr wichtig sind, nämlich die Netzarbeit und die Koordinationsarbeit oder Kooperationsarbeit vor Ort. Das haben wir natürlich trotzdem gemacht im Klinikbereich, aber es ist uns, wir waren da tatsächlich schon so ein bisschen, kleines bisschen embedded in dieser EMT-Struktur und es ist uns nicht so gut wie sonst gelungen, würde ich mal sagen, wirklich mehr Kontakt aufzunehmen zu anderen Gruppen, die noch im Camp aktiv sind. Nichtsdestotrotz, um es nochmal klar zu sagen, also ohne die Initiative der WHO wären wir da zu diesem Einsatz überhaupt nicht gekommen. Die andere Herausforderung vor Ort oder die Schwierigkeit vor Ort ist natürlich dieses Camp an sich, ja, Karatepe 2. Da ist also zunächst mal die Lage zu erwähnen. Ihr seht hier ein Bild von dem Camp. Das ist die eine Seite des Camps, die andere sieht eigentlich genauso aus. Das ist von zwei Seiten vom Meer eingefasst. Es liegt wirklich sehr, sehr ungeschützt. Die Menschen sind in diesen Zelten untergebracht, die überhaupt nicht wetterfest sind. Und wenn es da regnet, dann stürmt es und regnet es gleich richtig. Und ein paar von euch haben vielleicht schon mal die Bilder gesehen, dass es auch dann gleich sehr doll überflutet. Da
bemühen sich zwar NGOs vor Ort, das irgendwie besser zu machen, und ihr seht da so den Versuch, Gräben auszuheben, dass das Wasser ein bisschen abgehalten wird, aber das nützt eigentlich kaum was. Und das Problem ist hier letztendlich auch wieder ein politisches, denn das Camp, das ist so schlecht befestigt, weil auch mit dieser schlechten Unterbringung letztendlich Politik gemacht wurde oder versucht wurde, Politik zu machen, denn das Camp sollte ja nur temporär sein. Es wurde von Anfang an versucht, einen neuen Ort für dieses Camp zu finden. Allerdings, die meisten Gemeinden auf Lesbos, die haben nicht so richtig Lust, Gelände zur Verfügung zu stellen für ein neues Camp. Aber eben durch diese Bilder, auch diese schlechte Unterbringung, sollte halt Druck gemacht werden. Jetzt muss ein neues Camp gefunden werden. Das ist natürlich auf Kosten der Menschen, die dann im Winter in diesen Zelten leben müssen. Nun ist letztendlich ein neuer Ort gefunden worden, der wird aber erst so ungefähr im September nächsten Jahres bezugsfertig. Es wird jetzt auch die Struktur und Unterbringung des Camps Stück für Stück verbessert, nur es ist jetzt schon Winter, ne? Also das wird zwar Stück für Stück besser, gleichzeitig kommt es ein bisschen spät, muss man sagen. Und natürlich ist ultimativ die Lösung ist auch nicht ein neues Camp auf Lesbos, sondern was eigentlich passieren muss, ist, dass die Menschen von EU-Staaten aufgenommen werden, von verschiedenen EU-Staaten, und dass sie nicht in Griechenland bleiben müssen. Und da gab es ja auch Zusagen von verschiedenen EU-Staaten, nur das zieht sich wieder alles hin. Da wird sich gegenseitig beschuldigt, dass gewisse administrative Wege nicht eingehalten wurden. Dann ist ja Pandemie und dann ist sowieso, ja, da kann die Delegation gerade nicht vorbeikommen und kann keine Auswahlgespräche führen, und dann zieht sich das halt nochmal. Also es wird von verschiedenen EU-Staaten schön publik präsentiert, ne? Wir nehmen Leute auf und wir kümmern uns, aber effektiv wird das total hinausgezögert, ne? Also das dauert einfach ewig. So. In dieser Situation haben wir dann die Klinik betrieben und wir haben versucht, zumindest innerhalb des Klinikbetriebs innerhalb dieser schwierigen Verhältnisse die bestmögliche Versorgung für die Menschen möglich zu machen. Natürlich ist es, ja, also manchmal ist es ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Weil viele der Erkrankungen, denen die Menschen zu uns kommen, die sind direkt durch das Camp ausgelöst. Also wir haben in unseren ersten 4 Wochen vor Ort ungefähr 1800 PatientInnen behandelt, und knapp bei der Hälfte der Fälle haben unsere Medics eingeschätzt, dass die Beschwerden direkt vom Camp ausgelöst sind. Ne, das ist dann diese Kategorie directly related. Hat man auch in Naturkatastrophen, da zählt man das immer automatisch mit, was ist direkt von der Katastrophe ausgelöst, was sind andere Erkrankungen. In dem Fall, in dem Camp, war es ungefähr so, kann man sagen, so knapp die Hälfte der Erkrankungen. Vor allen Dingen, Krebs ist sehr, sehr weit verbreitet, und die Behandlungsprogramme dagegen sind absolut unzureichend. Genauso psychologische und psychiatrische Beschwerden. Da gibt es viele, viele Gruppen, die wirklich tolle Angebote haben, aber selbst das reicht nicht aus. Der Bedarf ist so riesig an psychologischer und psychiatrischer Betreuung, das lässt sich so kaum auffangen. Ja, und somit haben dann viele unserer Patienten auch gesagt, dass Karatepe 2 tatsächlich schlimmer ist als Moria. Das mag von außen manchmal nicht so aussehen, ne? Aber das Problem ist halt, dass zwar ein paar von den Strukturen jetzt besser funktionieren, zum Beispiel die medizinische Versorgung, aber dass es eben für die Leute dort noch schlechter möglich ist, sich selbst zu organisieren und sich selbst zu Hause zu helfen. Und sie können nämlich eben keine Unterkünfte selber bauen, sondern müssen zum Beispiel in diesen Zelten leben. Ja. Das war unser Einsatz auf Lesbos. Also nochmal zusammenfassend zu sagen, die WHO und EMT-Initiative hat diesen Einsatz überhaupt erst möglich gemacht, aber es hat uns tatsächlich auch gleichzeitig
relativ beschränkt und wir mussten dann sehr viel Energie da reinstecken, um diese Struktur zu bespielen. Und so ein paar Sachen, die eigentlich so zu unseren Standards zählen, sind dadurch auch auf der Strecke geblieben. Ja. Ja, und jetzt ist letztendlich, also das war unser erster EMT-Einsatz. Da ist jetzt letztendlich die Frage, wo wollen wir denn hin mit unserem EMT? Und nun? Ja, ich überlege gerade, da sind ja Fragen im Chat aufgetaucht, die so ein bisschen das auch schon in die Richtung beleuchten. Vielleicht ganz kurz nochmal dieses, wir finden diese EMT-Initiative mittlerweile auf vielen Ebenen hilfreich. Ich habe schon erzählt, SOPs, Qualitätsstandards etc. Und wir haben halt gemerkt, dass das, was wir vorher gemacht haben, dieses Frontline-Response und das Arbeiten in Kriegsgebieten, das machen nicht viele NGOs. Und dadurch können wir auch mit unserem EMT und dadurch, wie wir es gestalten und wie wir das leben, Akzente setzen, um auch anderen EMTs wiederum Anreize zu geben, zu sagen, da geht doch was, um von diesem, was ich anfangs erwähnte, dieses Retorten-EMT-mäßig, ne? Alle kaufen die gleichen Zelte und die gleichen Sachen. Bisschen innovativer zu schauen vielleicht, also nicht, was kann man aus dem System noch rausholen. So haben wir ja auch schon, wie wir in verschiedenen Talks auch beim CCC schon mal erzählt hatten, immer wieder in unserem Makerspace auch logistische Teillösungen, die wir weiterentwickeln. Da wollen wir in unserem EMT auf jeden Fall weiterarbeiten, modularer werden, noch mobiler werden. Dieses Klassifikationsteil an sich schon immer auch hinterfragen und sagen, ist das wirklich das richtige Instrument, um wirklich die bestmögliche und die meiste Hilfe, die irgendwie möglich ist, den Menschen zukommen zu lassen, die sie brauchen. Da haben wir persönlich aber das Gefühl, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind, wenn wir das mit dieser EMT-Klassifikation halt machen. Eben genau unsere Innovation, unsere Ansätze da mit reinzubringen. Ein Beispiel ist nochmal hier tatsächlich, wie ihr es gerade seht, der mobile Müllverbrenner, den wir gerade gebaut haben bei uns im Makerspace, der halt diese Vorgaben, die halt erfüllt werden müssen von den Verbrennungstemperaturen, erfüllt, den wir Open Source zur Verfügung stellen. Das finden wir halt eine Geschichte, wo wir sagen, dieses Innovative, das Makerspace-mäßige, das diese Grassroots bleiben, die Anbindung an halt Strukturen vor Ort immer wieder suchen, aber auch zu sagen, ja, es geht auch um Qualität, es geht um Ethik und es geht um Verantwortung für die Tätigkeit, die wir machen. Das zu kombinieren, da wollen wir eigentlich tatsächlich hin. Ja, das war's von mir zum und nun noch dazu. Da habe ich mich extra kurz gefasst, weil ich gesehen habe, es gibt schon tatsächlich, glaube ich, Fragen, die ganz spannend sind, die halt nochmal so beleuchten, was diesen Einsatz tatsächlich so ja, vom Umfeld her so bedingt hat. Ja, dann auf zu den Fragen, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Ich drehe mich mal in die Kamera. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag, für die ausführlichen Beschreibungen, was da alles vor Ort passiert ist, was alles sehr schlecht läuft. Schön war es eigentlich auch nicht, es war mehr so intensiv und wichtig, würde ich sagen. Es haben tatsächlich eine ganze Reihe von Leuten Fragen gestellt im Chat und die würde ich jetzt einfach mal vortragen, stellvertretend für diese Personen. Die erste Frage ist, wie setzt sich die Finanzierung eines solchen EMTs zusammen? Ja, also dazu muss man sagen, das ist natürlich länderabhängig. In Deutschland ist es so, die Organisationen müssen ihre EMTs selber aufbauen. Da kriegen wir keine Förderung für. Das müssen wir halt so mühselig uns an Spendengeldern Stück für Stück erbetteln. Man sieht die Fußzeile hier unten. So ein EMT kostet, wenn man nur diese Minimalstandards erfüllt, würde ich sagen, über den Daumen gepeilt so 130.000 Euro. Das klingt ja nach einer Menge Holz, aber das mobile Hospital, das wir auf Allradtrucks gebaut haben, da haben wir mit der Zeit auch fast 300.000 Euro für ein Spendengelder gesammelt und auch eingesetzt. Also ist es dann doch wieder etwas, was halt leistbar ist tatsächlich. In anderen Ländern ist es so, dass es zum Beispiel der Staat übernimmt, so ein EMT aufzustellen. Das ist in Belgien so, das ist in England so. Gut, in Deutschland ist es also so, dafür gibt es mehrere EMTs, die sind verteilt auf diese NGOs und man muss sich jetzt selber darum kümmern, dass man die Kosten zusammenbekommt. Das sind aber nur die Kosten, um das EMT materialmäßig aufzustellen, damit sind nicht Running Costs erfasst. Running Costs sind davon abhängig, wo wir hingehen und was wir da machen. Und für die Running Costs kann dann wiederum diese EM-Struktur auch eine Hilfe sein, ne? Dass man darüber dann wiederum einfacher an große Töpfe kommt. Ist aber auch nicht immer der Fall. Und letztendlich muss man sich dann auch
entscheiden. Ein Problem an diesem EMT-Mechanismus ist eben, dass es wartet halt immer auf ein Hilfeersuchen eines Staates. Und wir waren ja 2018, 2019 auch in Bosnien im Einsatz. Da hätten wir lange warten können. Ne? Also Bosnien hat einfach kein Hilfeersuchen gestellt. Und wir sind dann halt nur mit Hilfe von Spendengeldern in den Einsatz gegangen und haben dort Menschen auf der Balkanroute versorgt in Sarajevo. Also wenn man nur darauf wartet, auf den Mechanismus und dass dadurch dann auch Gelder frei werden, so kommt man nicht in den Einsatz. Gleichzeitig kann das aber auch hilfreich sein für die Finanzierung. Okay, vielen Dank für diese Antwort. Ich komme mal zur nächsten Frage. Was kostet der Cardos-Einsatz, der Cardos-EMT eigentlich, Einsatz eigentlich zum Beispiel auf Lesbos insgesamt? Gibt es da Fördertöpfe von der WHO dafür? Ich habe die Zeit, ehrlich gesagt, nicht genau im Kopf, weil wir das ja, also der Einsatz war zusammen mit dem ASB, aber in dem Fall gab es tatsächlich für die akuten Running Costs von dem Einsatz Förderung vom Auswärtigen Amt. Nächste Frage. Wie viele Grassroots-Organisationen oder Einsatzkräfte sind denn damals vor Ort gewesen? Also wie viel Prozent der Hilfe hat Cardos und ASB zusammen in dieser Zeit gestellt? Mhm. Prozentual kann ich es nicht so ganz genau sagen. Also das war vor Ort in diesem Klinikbereich so aufgestellt, dass die übergeordnete Leitung des Klinikbereiches eigentlich die griechische Behörde EODI hatte. Das ist so das Pendant zum deutschen Robert-Koch-Institut. Die haben da den Klinikbereich geleitet, tatsächlich am Anfang aber sehr wenig selber medizinisch gearbeitet, sondern die EMTs haben die komplizierteren Fälle sowohl von Primary Healthcare als auch von Emergency, also von Notfällen, dann behandelt. Es gab außerdem noch kleine Grassroots-NGOs, die dann Teilbereiche abgedeckt haben, zum Beispiel die einfacheren Primary, also die einfache Grundversorgung. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch zu erwähnen, dass medizinische Arbeit in so einem Kontext nicht funktioniert ohne Übersetzerinnen und Übersetzer, also Interpreters. Da war zum Beispiel Healthbridge, eine NGO, die da schon länger aktiv ist, die war da sehr engagiert und hat auch mit Menschen, die direkt in dem Camp gewohnt haben, das gemacht. Das war letztendlich ein integraler Bestandteil der Arbeit. Ohne die wäre das nicht gegangen. Und so haben wir da alle zusammengearbeitet. Mittlerweile, jetzt wo die EMTs draußen sind, übernimmt EODI mehr Aufgaben und mehr Bereiche. Und dafür ist ja so ein EMT letztendlich eigentlich auch da, ne? Dass in einer akuten Notsituation da eine Lücke gefüllt wird und dass aber die lokalen Strukturen letztendlich dauerhaft dann Aufgaben übernehmen sollen, sobald diese Notsituation vorbei ist. Und das klappt gerade einigermaßen gut, würde ich sagen, dass EODI mehr Verantwortung, mehr Aufgaben übernimmt, aber dass auch kleinere NGOs, die schon lange auf Lesbos sind, dass die da dann auch bei der medizinischen Versorgung jetzt mehr integriert sind und mehr mitarbeiten. Super, vielen Dank. Dann haben wir noch eine weitere Frage zu euren SOPs. Wie schult ihr eure Mitarbeiter und Ehrenamtlichen im Voraus zu euren SOPs? Gibt es da freie Ressourcen? Ich habe es akustisch nicht so ganz verstanden, Entschuldigung. Also, zu euren Standard Operating Procedures heißt das, glaube ich, wie schult ihr eure MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen im Voraus dazu und gibt es freie Ressourcen, wie die darin geschult werden? Mhm. Ja, das ist so ein Mix aus verschiedenen Herangehensweisen. Also, zunächst mal sind noch nicht alle unsere SOPs fertig aufgestellt. Das heißt, unsere Ehrenamtlichen, die arbeiten mit uns aktiv daran, die erstmal aufzustellen. Und dann kennen sich natürlich auch alle sehr gut daran aus, wenn man das zusammen schreibt. Gleichzeitig bieten wir auch regelmäßig Trainings an.
im Moment natürlich nicht wegen Pandemie und weil man sich nicht treffen kann. Sobald wir uns wieder treffen können, wird es auch Trainings geben. Genau. Und gab es da noch einen zweiten Teil der Frage? Sind, wie man da rankommt, wie man da geschult wird. Die sind noch nicht öffentlich. Wir möchten die erstmal zu Ende zusammenfassen tatsächlich und ein bisschen aufbereiten, aber wir möchten die dann auch allen zugänglich machen, ne? Denn das ist ja letztendlich unser Anspruch, dass wir unsere Ressourcen auch teilen. Und was auch noch bei dem Einsatz jetzt besonders war, wir mussten halt auch ganz viele wirklich so on the spot, während wir schon da gearbeitet haben, schreiben, denn die Pandemie hat halt viel anders gemacht und da mussten wir spontan einiges auch umarbeiten an schon bestehenden SOPs und neue aufstellen, wirklich sehr detailreich zu, wie können wir uns da vor Ort bewegen, ohne uns zu infizieren, ohne uns gegenseitig zu gefährden. Das ging wirklich von, wo werden Arbeitssachen angelegt, abgelegt zu, wie sitzen wir beim Essen beieinander. Ja, also da musste nochmal sehr viel neu aufgestellt werden. Ein paar weitere Fragen haben wir noch. Und zwar die nächste wäre, wie rekrutiert ihr die Teams für das EMT? Sind das immer dieselben Menschen und das ist das Kernteam immer dasselbe? Oder sucht ihr je Einsatz neue Menschen? Wir versuchen das immer zu mischen. Also ideal ist ein Einsatz, wo es einige erfahrene Personen gibt, die schon mal mit uns im Einsatz waren, entweder mit uns oder die vielleicht mit einer anderen NGO, aber in einer ähnlichen Situation im Einsatz waren, die sich also sehr gut auskennen und sich auch wohlfühlen in Settings, wo es vielleicht weniger Ressourcen gibt, als wenn man das in der Arbeit im Krankenhaus gewohnt ist. Und natürlich möchten wir auch immer Leuten, die gerade neu zu uns stoßen, dann die Chance geben, auch ins Team reinzufinden. Und wir versuchen das immer zu mischen. Gleichzeitig, also wir haben natürlich einen Mindeststandard, wie Leute allgemein ausgebildet sein müssen. Also es müssen auf jeden Fall in der Profession, für die wir einstellen müssen, ein paar Jahre Berufserfahrung schon da sein. Darunter geht es leider nicht. Okay, danke. Dann komme ich mal weiter hier. Eine weitere Frage. Der Einsatz in Lesbos ist nur notwendig, weil politisch falsche Entscheidungen getroffen werden und wurden? Fragezeichen. Was kann man tun, um das Problem mit den Flüchtlingscamps generell zu lösen? Wie seht ihr das? Ja, also da gibt es ja schon für, um an dauerhaften Lösungen zu arbeiten, da gibt es andere NGOs und Organisationen, die sich da ein bisschen besser auskennen und wirklich sehr viel in die Richtung machen. Das ist zum einen ja Organisationen aus der Seenotrettung, die auch immer sehr stark politisch arbeiten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist wichtig, auch immer auf die rechtliche Seite zu gucken und Menschenrechte da auch einzuklagen und ja auf der Ebene zu arbeiten, ne? Also wir machen hauptsächlich ja medizinische Arbeit und entlang dieser medizinischen Arbeit machen wir auch Berichterstattung, aber wir können immer nur wirklich von dem Winkel her berichten, wie wir arbeiten und es gibt andere Organisationen, die dann ein bisschen einen breiteren Blick drauf haben und die sehr viel genauer die politische und auch die rechtliche Komponente im Auge haben und daran arbeiten. Okay, danke. Dann haben wir noch eine Frage. Hat jeder Mensch im Einsatz einen medizinischen Background oder habt ihr auch explizit andere, die ihr im Einsatz benötigt? Ja, also wir haben vor allen Dingen auch Menschen aus dem Logistikbereich. Das hat ja vorhin schon erwähnt, der Logistikbereich, der wird manchmal so ein bisschen vergessen oder hat man manchmal nicht so auf dem Schirm, aber das ist wirklich ganz, ganz essentiell in der humanitären Hilfe. Personen mengenmäßig sind die Medics natürlich die größere Anzahl, aber ohne Logistik läuft so ein Einsatz auf jeden Fall nicht. Ja. Okay, dann tauchen immer weitere Fragen auf, aber es spricht ja nur dafür, dass dieses Thema interessant und wichtig ist. Wie kann man CARDOS abseits von der super wichtigen finanziellen Spenden und Öffentlichkeit unterstützen? Möchtest du darauf antworten? So gut wie eben gerade.
Ja, also zum Beispiel, indem ihr ja, über die Themen redet, die uns auch wichtig sind, denn uns ist das auf jeden Fall wichtig, nicht nur selber medizinische Arbeit oder allgemein humanitäre Arbeit leisten zu können, sondern auch uns letztendlich überflüssig zu machen. Deswegen, ja, also ihr könnt natürlich gerne über uns reden oder mit uns reden, aber auch über die Verhältnisse, die so ein Einsatz für uns überhaupt notwendig machen, ne, und daran vor allen Dingen arbeiten, dass wir letztendlich nicht mehr notwendig sind. Macht uns überflüssig, bitte. Sehr sympathisch, dass ihr wie sehr viele andere NGOs an eurer eigenen Abschaffung arbeitet. Ja, wir haben noch weitere, aber es sind nicht mehr so viele. Welche medizinischen Versorgungen sind am meisten notwendig in Kara Tepe? Also zum Beispiel Wunden, Viren, Durchfall, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Durchfall war tatsächlich ein ziemlich großes Thema. Wir hatten ja viele Fälle von Menschen, die hatten so starke Durchfallerkrankungen, die haben es nicht mal mehr zu Fuß zu uns in die Klinik geschafft. Wir hatten ja auch so ein kleines Camp, internes Rettungswagensystem uns da etabliert und mussten dann die Leute teilweise von ihren Zelten abholen, weil sie so starke Durchfälle hatten, dass sie nicht mehr laufen konnten. Ein weiteres sehr großes Thema ist Krätze. Die Menschen, die haben also so einen starken Krätzebefall, dass sie wirklich ja, einschränkt. Und das ist auch sehr schwer, das in so einem Camp wieder loszuwerden. Ne? Denn da gab es einfach einen krassen Mangel an der Camp-Infrastruktur. Es gab zu wenig Duschen, es gibt kaum Möglichkeit, ordentlich die Kleidung zu waschen. Ja, deswegen war Krätze also ein wirklich großes Problem. Und Covid war da auch präsent im Camp. Man muss sagen, glücklicherweise gab es da keine schweren Verläufe. Aber das war natürlich auch auf der medizinischen Ebene ein sehr großes Thema. Und womit auch sehr viele Menschen zu uns gekommen sind, waren psychische Probleme. Und das war... Ja, das war mit das Frustrierendste auch, weil wir da halt sehr wenig machen können. Ne? Da ist ja natürlich eine langfristige Begleitung notwendig und letztendlich müssen die Leute einfach, um da gesund zu können, die müssen einfach raus aus dieser Camp-Situation. Ne? Also wir haben da unser Bestes getan, in der Klinik zumindest einen Raum zu schaffen, wo die Leute auch mal sprechen können, wo sie ernst genommen werden mit ihren Problemen. Und das war letztendlich also sehr schön auch zu sehen, dass das geklappt hat. Also wir haben von unseren Patientinnen da sehr positives Feedback bekommen. Aber wie schon erwähnt, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, also die Leute müssen einfach raus aus diesen Camps. Okay. Wir haben noch eine Zusatzfrage. Gibt es Cardus bald auch auf Mastodon oder im Fediverse? Das ist sowas wie Twitter. Bloß offen und gehört keinem Unternehmen. Schreibt uns das doch nochmal, wo wir dahin sollen. Wir werden uns bemühen, wenn wir dann noch nicht sind. Wir haben eine ganz tolle Person, die Öffentlichkeitsarbeit bei uns macht und die kümmern sich da bestimmt gerne drum. Super, dann ja, meldet euch, schreibt denen, vielleicht finden sich da ja neue Verbindungen. Ich glaube, wir sind dann auch damit soweit durch. Ich vielen Dank für alle, die zugeguckt haben. Ich würde auch jetzt euch gerne nochmal einladen, in den Discussion-Raum zu gehen, falls ihr noch weitere Fragen habt. Zusätzlich anzukündigen gibt es natürlich aber auch, dass es noch einen Cardus-Workshop gibt, an Tag 3 um 20.30 Uhr, auch über im OYO, AFOYO-Cluster. Da geht es, ich weiß nicht, worum es genau geht, aber da wird Corinna auch einen Workshop machen. Das wird sicherlich genauso spannend wie heute. Deshalb, falls euch das interessiert, kommt da dazu, macht da mit. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, geht in den Discussion-Raum, der auch da unten die ganze Zeit eingeblendet wird. Und das war's von uns.